Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir haben uns wieder versammelt zu zweit. Versammelt zu zweit, perfekt. Zu einer Episode, die, glaube ich, richtig, richtig spannend, richtig, richtig, ja, cool einfach zu machen wird, weil wir haben wieder ein Q&A für euch und zwar heute mal komplett Bodybuilding related, also alle Fragen, die ihr euch ums Bodybuilding immer gestellt habt, die, wo man sich vielleicht oft denkt, so, das frage ich jetzt nicht, weil das könnte eine blöde Frage sein, aber sind sehr, sehr coole Fragen, wird wirklich cool. Aber ja, es ist ganz lustig, weil es ist eines der ersten Male, glaube ich, dass wir vor 3 Minuten gefühlt den Call gestartet haben und jetzt einfach direkt in die Episode rein. Ja. Also normalerweise quatschen wir immer noch vorher, aber jetzt gehen wir mal quatschen direkt. Quatschen wir immer. Aber dann kann ich jetzt mal so fragen, ohne dass ich es weiß eigentlich. Petra, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade etwas müde. Ich bin vor 5 Minuten nach Hause gekommen, habe mir die 2. Impfung geholt und musste halt dafür nach Melk fahren. Für alle, die sich in Österreich nicht so gut auskennen, Melk ist circa so 1 Stunde Autofahrt von Wien entfernt, weil meine Mutter arbeitet dort bei der Impfstraße als Sanitäterin und da habe ich eben damals quasi so Restposten bekommen, wo ich halt eben super spontan die Erstimpfung gekriegt habe und jetzt habe ich halt für die 2. Impfung wieder dorthin fahren müssen. Ja, sonst geht es mir eigentlich tipptopp alles. Schauen wir mal, wie es morgen geht nach der Impfung. Hopefully not too bad. Habt ihr geplant, irgendwie zu deloaden oder irgendwie Tage off zu machen oder so? Gar nichts, okay. Nö. Also ich habe morgen regulären Rest-Day und ich hoffe mal, dass der reicht. Voll. Es ist so unterschiedlich irgendwie, weil ich habe es mit vielen Kundinnen jetzt so gemacht, dass wenn sie die 2. Impfung bekommen haben, dann so, ja, schau mal, dass man, wenn es sich ausgeht, den Deload vielleicht schon irgendwie so ein bisschen herumlegen, weil kann schon Sinn machen, dass man einfach dann sowieso deloaden würden quasi. Und bei mir selber bin ich aber auch so, ja, wird schon nichts sein. Wird schon passen. Machen wir halt einen Rest. Ja, aber ich habe bei einigen Kunden diese Nachricht, ah ja, übrigens, ich habe die 2. Impfung ultra spät bekommen. Echt? Und dann ist so, ja, okay, passt. Melde dich halt einfach am Tag nach der Impfung und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Rest zusätzlich einbauen oder nicht. Und meistens hat das dann eh gereicht, ein oder 2 Rest-Days nach der Impfung und dann war wieder alles tipptopp. Voll. Es sind die wenigsten, die wirklich länger als an Tag oder so mal wegfallen. Also das stimmt. Ja. Außer der Chris. Der Chris war ein bisschen viel. Also nein, wobei, eigentlich war es auch nur ein, zwei Tage, dass er müde war. Aber er hätte sowieso gedeloadet, deshalb kommt es mir so vor, als hätte das wäre ewig lang gelegen. Aber gut, anderes Thema. Ja, schön, dass du die 2. Impfung bekommen hast. Ich habe dich eh kurz davor gefragt, ob ich dich darauf ansprechen soll oder nicht, aber man könnte es eh nicht übersehen im Video, sehe ich gerade. Also das Sticker ist erkennbar. Ich habe auch meine 1. Impfung nächste Woche am Montag und ich freue mich schon so sehr. Yes. Freue mich schon so, wenn es erledigt ist. Yes, so viel jetzt mal dazu. Kurzes Prep-Update, wie läuft's? Alles fresh, alles smooth. Alles fresh, alles ready. Die Hüfte war ein bisschen zart. Jetzt geht es eigentlich wieder ganz gut. Also ich habe gestern beugen können ohne Schmerzen. Sehr cool. Also von da auch heute Vanderhoof Rows machen können, weil wenn die Hüfte wehtut, ist eigentlich gar nicht so das Beugen an sich das Problem, sondern das nach vorne lehnen. Und das ging aber heute. Und das ging auch gestern bei der Kniebeuge. Also bin ich eigentlich sehr happy. Schauen wir mal. Theoretisch rechne ich damit, dass morgen ein Drop kommt. Jetzt mit der Impfung. Ja. Wenn jetzt die Woche kein Drop kommt, ist es auch okay, weil ich weiß ja, dass es eigentlich wegen der Impfung ist und nicht, weil ich irgendwie dann zu langsam abnehme oder sowas. Sonst fahr mir immer besser. Alle Leute sind überrascht, dass ich plötzlich so dünn bin. Ja, geil. Heute bei der Impfstraße, ich gehe halt hin, ich habe halt die Maske auf und meine Mutter arbeitet ja, wie gesagt, als Sanitäterin dort und ich gehe halt dorthin zu der Anmeldung und sie sagt mich, ja, da drüben ist ja auch ein Stand frei, Sie können dorthin gehen und ich so, Mann, ich weiß schon, dass ich abgenommen habe, weil die hat mich ja das letzte Mal im Mai gesehen bei der Impfung. Ja. Und aber ich meine, so. Wie viel ist seitdem runtergegangen? Nur so, dass man sich das vorstellen kann. Dass du mich jetzt nicht mehr erkennst. Wie viel ist seitdem runtergegangen?
keine Ahnung, 5, 6 Wochen oder wie lange das jetzt dazwischen war? Ja, 2 Kilo. Ist ja nicht arg. Es ist eigentlich ja nicht viel am Papier, aber das kann so viel ausmachen. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja gut, das haben wir eh eigentlich schon beim Thema, weil wir haben die Frage bekommen und ich habe mir gedacht, das eignet sich perfekt als Einstieg, weil das ist eine Frage, da könnte man wahrscheinlich eigentlich ewig drüber quatschen. Und wir haben ja auch schon mal drüber gequatscht, aber nicht im Podcast, sondern so. Quasi die Frage, ab wann zählt man als Bodybuilder oder Bodybuilderin, wenn man einen Wettkampf macht oder wenn man die Prep für einen Wettkampf macht, auch wenn man den Wettkampf dann vielleicht gar nicht macht, oder ist man auch Bodybuilder oder Bodybuilderin, wenn man keinen Wettkampf macht? Über das haben wir irgendwann war das Thema schon mal. Ich weiß nicht mehr wann und wie, aber das hat man schon mal. Und ich finde es, glaube ich, als Einstieg ganz, ganz witzig oder ganz, ganz interessant, weil das ist halt so eine Frage, die wir nicht absolut beantworten können. Also da gibt es halt kein richtig oder falsch, sondern nur so persönliche Meinung halt. Und das komplett persönlich, wirklich, also komplett subjektiv persönlicher Meinung. Ja, voll. Weil voll. Da gibt es kein richtig. Und kein falsch. Definitiv. Was ist da so deine Meinung? Was sagst du dazu? Meine Meinung ist, also wenn du quasi vorhast, einen Wettkampf zu machen und sehr spezifisch darauf hin trainierst, würde ich dich als Bodybuilder bezeichnen. Mhm. Wenn du dann, warum auch immer, im Zuge der Prep das abbrechen musst und den Wettkampf verschieben musst, würde ich dich noch immer als Bodybuilder bezeichnen, weil du ja das komplette Training sehr spezifisch darauf hin orientierst und du hast ja dieses Endziel, dass du auf die Bühne gehst. Ja. Wenn du trainierst, um geil auszuschauen und eigentlich gar keine Wettkampfambitionen hast, dann würde ich sagen, du hast Bodybuilding ambitioniertes Training, aber du bist kein Bodybuilder. Ja, voll. Da stimme ich dazu. Ich würde auch sagen, das ist halt Bodybuilding spezifisch. Aber es ist, also ich würde mich jetzt auch selbst nicht als Bodybuilderin bezeichnen, wenn ich keine Wettkämpfe machen würde. Aber das ist ja nur subjektiv. Ja. Also es kann sich ja jeder so bezeichnen, wie er will, natürlich. Aber es ist, sehe ich auch so. Also ich finde auch, dass da so die Wettkämpfe oder die Wettkampfambitionen den Unterschied machen. Voll. Ja, voll. Weil ich finde es halt genauso wie, weißt du, wenn ich halt mit anderen Sportarten so mache, mich irgendwie so, ja, ich gehe jetzt mal in der Freizeit auf die Donauwiese und spiele halt ab und zu mal Fußball oder sowas, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin Fußballspieler. Wenn ich aber in einem Verein bin und an einer Liga teilnehme, dann bin ich Fußballspieler. Ja. Und wenn ich halt, wenn man halt irgendwie so den Vergleich zieht, dann ist es ja eh urlogisch. Mhm. Ja, und deswegen finde ich halt beim Bodybuilding, sehe ich es halt eigentlich genauso. Wenn du keine Wettkämpfe machen möchtest, dann trainierst du Bodybuilding-mäßig, aber du bist kein Bodybuilder. Mhm. Ja, weil du musst eigentlich nie diäten. eigentlich schon, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Jetzt, es ist halt zum Teil vom Bodybuilding gehört ja nicht nur Training und Ernährung dazu, das halt spezifisch ist, sondern das ist halt die Endphasen der Prep, das ist auch das Extreme im Aufbau, das ist auch das Posing und die ganzen Geschichten, das gehört ja auch alles in den Sport mit rein. Das ist ja mehr als jetzt zu trainieren und zu essen. Und es sind ja auch die meisten Bodybuilder keine Fulltime-Bodybuilder, sondern machen ja noch was anderes nebenbei. Das ist ja auch noch sowas. Aber also ich sehe es so, ich finde auch, dass man das einen guten Vergleich ziehen kann. Weil es ist, ich glaube, gerade im Bodybuilding, aber das ist jetzt auch nur so meine Überlegung, ist es so ein bisschen schneller mal so, dass man sagen würde, man macht Bodybuilding, auch wenn man keine Wettkämpfe macht, weil das halt trotzdem den ganzen Lifestyle so stark beeinflusst, wenn man halt sehr ambitioniert trainiert, sehr hart trainiert, vielleicht sich wirklich, also wirklich halt isst wie ein Bodybuilder, sage ich jetzt mal, im Aufbau, in der Diät, was auch immer, dann ist es schon, man macht halt dasselbe wie ein Bodybuilder, so gesehen, also und vielleicht auch im selben Ausmaß, wie es ein Wettkampf-Bodybuilder macht, nur halt bis auf die letzten 10 Wochen oder so, vielleicht. Also es ist, finde ich, aber genau die 10 Wochen machen einen großen Unterschied. Ja, voll, voll, definitiv. Und das ist auch was sonst, also wenn du kein Bodybuilding in einer Prep machst, bist, dann solltest du das auch um Gottes Willen bitte niemals machen. Weil, wozu? Also das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber es ist halt so diese Grenze viel schmäler irgendwie, weil es ist, zum Beispiel das Beispiel, was du vorher gebracht hast, mit dem Fußball, ist halt so, okay, da ist es ja, dann ist halt, dann bist du dann in einem Verein drin oder bist es halt nicht zum Beispiel. Da ist halt irgendwie so noch eine klarere Grenze, was im Bodybuilding ja eigentlich nicht so da ist, weil du bist im Bodybuilding auch nicht in einem Verein. In keinem Verein. Wo du dich anmeldest. Und dann bist du in 10 Vereinen gleichzeitig gefühlt. Also übertrieben jetzt natürlich. Ja. Oder Verbänden in dem Fall, wie man es halt nennt. Also, Verbänden, ja, genau. Also, subjektive Meinung dazu. Genau.
Voll. Aber es ist wir haben auch, also die Frage ist tatsächlich ein paar Mal gekommen und da ist auch einmal noch die Notiz dabei gewesen, quasi, ab wann bin ich Bodybuilderin, weil ich tue mir so extrem schwer, das vor anderen zu kommunizieren, was ich jetzt da eigentlich mache. Und da finde ich das, was wir jetzt vorher eh schon gesagt haben, mit quasi Bodybuilding ambitioniert oder Bodybuilding spezifisch, eigentlich schon eine coole Erklärung. Also ich glaube, das wäre das wie. Ja, ich sehe. Also ich finde halt, wenn mich halt jemanden fragt, was machst du, und du sagst Bodybuilder, und dann kannst du aber auch sagen, ich möchte in der und der Klasse starten, ich will, habe vor, da und da bei einem Wettkampf mitzumachen. Also wenn du diese weiteren Fragen beantworten kannst und das genauer definieren kannst, ja, dann bist du Bodybuilder. Ja? Mhm. Aber wenn du allein auf die Frage, in welcher Klasse wirst du starten, und du dann sagst, na, eigentlich will ich eh gar nicht starten, dann würde ich auch nicht sagen, dass ich Bodybuilder bin. Voll. Oder man könnte halt dann sagen, ich mache Bodybuilding, aber ohne Wettkampfambitionen, dass man das gleich abgrenzt von dem, dass keine Wettkämpfe dabei sind, so quasi. Weil dann ist es ja dasselbe, wie du sagst, ich spiele Fußball, aber ohne Turniere. Selbst da, ich weiß nicht, da will ich einfach sagen, ich mache Krafttraining mit dem Fokus auf Muskelaufbau. Ah, voll. So lässt sich es auch gut sagen. Das stimmt. Voll. Meistens ist es eh so, wenn man sagt, man macht Bodybuilding, dann lässt man sich eigentlich auf unangenehmere Fragen ein, als wenn man gleich sagt, man macht halt Krafttraining oder so, weil dann kommt halt meistens das, ja, aber nicht, dass du dann ausschaust wie Bild im Kopf von IFBB, Bodybuilding Pros, Frauen, die halt ganz anders ausschauen, als das, wie wir jemals ausschauen werden. Also das geht dann eh gleich in ein ganz anderes Thema rein und das will man sich meistens eh ersparen. Ja. Voll. Da haben wir auch die Frage gekriegt, das passt nämlich jetzt zu dem Thema so Verbänden oder Verein, wie man jetzt vorher gesagt hat, ein bisschen dazu, was so die Unterschiede zwischen den Verbänden jetzt eigentlich sind. Also warum gibt es da unterschiedliche oder welche gibt es da? Ich meine, natürlich ist das jetzt, wir können jetzt nicht alle Verbände aufzählen, weil es gibt eine Million, so gefühlt. Aber einfach so ganz, ganz grob, was vielleicht so ein bisschen die Unterschiede sind oder was da ein bisschen zu den Verbänden zu sagen gibt. Ja, aber da muss ich ehrlich gestehen, da stelle ich mir auch noch ganz oft die Frage, also wer jetzt wo wie zusammengehört und sowas, weil zum Beispiel NPC, IFBB, IFBB Elite, also da habe ich ja so kurz gelernt, dass IFBB Elite gar nicht zu IFBB gehört. Mhm. What the fuck? Ja, das ist crazy, oder? Ich meine, ja, prinzipiell kann man ja, also weil die grobe Unterteilung ist ja mal getesteter Verband und nicht getesteter Verband. Also die halt wirklich explizit Natural Bodybuilding sind und halt die Bodybuilding sind. Ja, ich meine, IFBB testet ja auch angeblich. Also ab und zu habe ich schon gehört, dass sie testen. Mhm. Aber halt auf wahrscheinlich auf nichts, was Oberunterteilung. Also Dinge, auf die wahrscheinlich sowieso nicht mehr nachweisbar wären oder so. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Aber keine Ahnung. Ja, es ist ich habe auch mal einen Speicheltest auf THC wahrscheinlich. Sowas. Ja, irgendso. Bitter, wenn man da halt dann, wenn der halt dann anschlägt und dann bist du deshalb irgendwie disqualifiziert. Das ist im Football, im Cheerleading schon passiert auch. Aber irgendwie Football und Cheerleading, da passt es irgendwie ins Schema rein. Also das ist jetzt so, weil es ist so, ja, es klingt so nach American. Ich bin ja komplett. Okay, also wenn du dich wirklich über Vorurteile aufregst, das war gerade einmal. Ich weiß, nein, das weiß ich auch. Das ist mir ja auch bewusst. Das war ja jetzt auch nicht so ernst gemeint, aber das Thema kennt es. Also so wie ich habe ja mit dem Ganzen nie was am Hut gehabt und für mich war immer Football und Cheerleading waren halt so Teenage-Filme. Und deshalb passt das so in das Schema so rein. Das ist das, was ich jetzt gemeint habe. Also das ist jetzt nicht so, also du weißt eh, was ich meine damit, dass das jetzt nicht so gemeint war. Aber ja. Ja. Aber um nochmal auf das Thema mit Unterschiede von Verbänden und so zurückzukommen. Es ist also abhängig macht, ich würde es ein bisschen über das besprechen, wovon man es dann abhängig macht, vielleicht wo man startet, weil das können wir jetzt auch aus Athletensicht ganz gut sagen, glaube ich. Mhm. Weil das ist ja, also da kann man es ja zum Beispiel abhängig machen von den Klassen, die dort einfach zur Verfügung stehen. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, es gibt, ich würde unheimlich gern in einer Athletikklasse starten. Dann wirst du dir einen Verband suchen müssen, wo diese Athletikklasse halt da ist. Also zum Beispiel jetzt bei der ANBF gibt's die. Ich finde es zum Beispiel selbst eine mega, mega schöne Klasse und könnte mir wirklich vorstellen, langfristig da mal zu starten. Auf der anderen Seite gibt's die halt woanders nicht. Also so bei der GNBF gibt's es
glaube ich, nur, also bei der nationalen, bei der internationalen nicht oder umgekehrt, irgendwie so, also das ist irgendwie confusing, da kenne ich mich nicht so gut aus mit der GmbF, beziehungsweise in internationalen Verbänden, also wenn wir dann jetzt in die UK rüberschauen, gibt es halt keine Athletikklasse, die genau gleich ist wie die Athletik jetzt in Österreich beispielsweise. Und von dem kann man halt ein bisschen schauen, wo sprechen mich die Klassen an, wo glaube ich oder wo glaubt mein Coach, dass ich reinpasse. Oder auch PCA zum Beispiel, wo es die unterschiedlichen Bikini und die unterschiedlichen Figurklassen gibt. Trained Bikini gibt es halt sonst in der Art und Weise beispielsweise nirgends. Da würde es dann woanders vielleicht eher in der Figurklasse starten oder so. Also wenn es reinpasst natürlich, also du kannst nicht bei einer PCA-Figur starten und dann, also könntest du schon, aber ja, also ich glaube, es kommt ein bisschen raus, was ich damit sagen will. Es ist halt jedem Verband, die Klassen sind ein bisschen unterschiedlich, es ist auch nicht überall Bikini gleich beispielsweise und von dem kann man es ein bisschen abhängig machen und auch von dem, was man Erfahrungsberichte technisch ein bisschen mitkriegt, wo die Wettkämpfe einfach gut organisiert sind und so. Also das macht auch viel aus. Ja. Voll. Weil PCA zum Beispiel ist halt sehr, sehr, ich will nicht sagen angesehen, aber es ist halt, man weiß einfach, das ist gut organisiert, das ist sehr athletenfreundlich, das ist sehr, also das athletenfreundlich in dem Sinne zum Beispiel, dass jetzt der Zeitablauf einfach angenehm ist für einen Athleten, dass er nicht von 8 Uhr früh bis 10 Uhr abends auf diesem Wettkampfstandort sein muss, sondern halt nur ein paar Stunden und dann wieder free to go ist und solche Dinge. Und das macht halt schon was aus. Also das macht diese Wettkampf-Experience einfach ein bisschen schöner. Das sind so die unterschiedlichen Daten, weil die einfach unterschiedlich auch organisiert werden. Und von dem, welche Ziele man hat. Ich meine, was schon noch interessant ist, ist halt, damit du zu Olympia gehen kannst, musst du IFBB Pro sein. Genau. Also das halt einfach vielleicht interessiert, dass die Leute halt auch dabei sind. Also IFBB Pro ist der einzige Weg, um sich irgendwie für Olympia qualifizieren zu können. Genau. Auch zum Beispiel, weil du jetzt vorher die IFBB Elite angesprochen hast, du kannst ja auch IFBB Elite Pro werden. Aber da geht's halt dann nicht mehr zu Olympia. Da geht's nicht zu Olympia. Also das ist halt dann eine eigene Sparte. Das ist was anderes. Deshalb probieren ja auch sehr, sehr viele IFBB Elite Pros danach noch IFBB Pros zu werden, damit sie halt zum Olympia weiterkommen. Also das sieht man ja auch sehr oft, dass eigentlich, wo ich früher dachte, die sind ja schon Pro, warum gehen die jetzt auf den Pro-Status und dann so, das ist was anderes. Also. Ja, das habe ich auch erst vor kurzem gecheckt irgendwie. Voll. Ja. Ich habe mir da mal die Geschichte dazu durchgelesen, aber ich habe es irgendwie nicht mehr im Kopf. Das ist irgendwie so gewesen, dass sich die IFBB irgendwie abgespaltet hat und dann gab es einen europäischen Zweig irgendwie und dann, mit NPC und IFBB und dann war IFBB und da kam nochmal die, wurscht. Aber ich habe es nochmal durchgelesen, das kann man googeln, da findet man Informationen dazu. Das ist eigentlich gar nicht so Okay. Aber, keine Ahnung, eigentlich hätte ich mir das jetzt sparen können, weil das hat jetzt keinem was gebracht. Aber gut, würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Das ist jetzt eigentlich auch nochmal was sehr Subjektives, aber das passt, finde ich, so wie das in dieses Klassenthema ein bisschen rein. Wir haben auch die Frage gestellt bekommen, ob wir die Bewertung der Bikini-Klasse nicht teilweise irgendwie unfair finden. Wer haben wir das erklärt? Der Machete oder sowas, oder? Die Bikini-Klasse wird so gewertet, dass quasi die Frau, die du mit nach Hause nehmen würdest, die gewinnt. Nein, es ist ja generell so, bei jeder Bodybuilding-Klasse von der Wertung her, dass ja jetzt nicht irgendwie verschiedene Kategorien du Punkte bekommst oder sowas, sondern du wirst einfach verglichen und du wirst dann einfach gereiht. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ja, und je nachdem, ob du halt dann laut Judges besser in die Klasse hineinpasst oder nicht. Also es ist halt eine komplett subjektive Bewertung. Also so ein bisschen gibt schon das Regelwerk der Form, wie die Klasse halt auszuschauen hat, aber ansonsten ist es halt voll subjektive Bewertung. Also egal, ob jetzt Bikini, Figur, Athletik oder sonst irgendwas. Voll. Ist halt so. Ja, gerade es ist immer so blöd, wenn man sagt, je höher die Klassen werden, weil es ist ja eigentlich nicht so, dass eine Klasse über der anderen ist, sondern es ist ja eigentlich alles nebeneinander. Aber es ist halt, je mehr Muskelmasse dann halt dazukommt und je mehr auch der Körperfettanteil noch mit reinspielt, umso mehr lässt sich es auch ein bisschen objektiver betrachten, weil wenn halt wer daneben steht, der trockener ist als der andere und also eben weniger Körperfett hat und weniger Körperfett in dieser Klasse halt extrem wichtig ist, dann ist es halt ein bisschen klarer zu bewerten als jetzt beispielsweise in der Bikini-Klasse, wo jetzt das Körperfett
halt, es klingt jetzt blöd, aber gut ausschauen soll im Vergleich. So, das ist, also da sieht man ja eh schon, dass das halt dann nicht mehr so gut einzuordnen ist. Und das Einzige, woran man sich da ein bisschen festmachen kann, ist einfach das, wie die Verbände generell vielleicht in der Vergangenheit schon ein bisschen gewertet haben. Also bei manchen Verbänden, gerade die schon viele Wettkämpfe hatten, viele Bikini-Klassen hatten, sieht man die Trends ein bisschen, worauf die schauen. Und dann sieht man halt schon, okay, es wird sowieso wird dann immer nach demselben Schema vorgegangen. Es ist bei anderen Verbänden nicht ganz so. Also bei der ANBF hat die letzten 3-4 Jahre die Bikini-Tall-Athletin, also die, was jetzt in meiner Klasse beispielsweise war, jedes Jahr anders ausgesehen. Und das ist halt so, also das heißt jetzt aber auch nicht, dass das unfair bewertet ist, sondern einfach nur, dass die ihren Bewertungsstandard quasi noch nicht so ganz gefunden haben. Ja. Aber was auch klar ist, wenn die einmal im Jahr werten, also im Vergleich zu einer PCA, die das halt 30 Mal im Jahr macht ungefähr. Also es ist, ich finde es jetzt nicht ich find, oder halt NPC oder sowas. Ja, ich finde unfair ist ein bisschen das falsche Wort, weil es ist halt... Ich finde es auch nicht. Es ist halt einfach schwer nachvollziehbar. Genau. Ja, aber nur weil es halt nicht so als Außenstehender so schnell nachvollziehen kann, heißt es nicht, dass es halt unfair bewertet wird. Ja? Und Bikini ist halt noch mehr, dadurch, dass einfach nicht so eine krasse Härte da ist, wo man halt dann doch als Außenstehender einfach besser sehen kann, die Unterschiede leichter sehen kann. Bikini kommt halt sehr viel dieses Overall dazu. Ja, wie ist die Präsentation? Wie bewegt sie sich? Wie schaut das Gesicht aus? Wie ist das Lächeln? Da steht ja sogar im Regelwerk, dass das mit in die Wertung einfließt, ja? Was bei den anderen Klassen halt einfach nicht einfließt. Voll. Ja, dadurch wird es halt nochmal ein bisschen verschwommener im Prinzip. Und ich würde, also unfair würde ich das überhaupt nicht sagen. Ja, würde ich so auch nicht. Das ist generell, also ich würde generell nie in die Richtung gehen und sagen, ja, die Judges haben mich falsch bewertet. Die haben schon aus einem Grund so gewertet, wie es halt war. Also das ist, und es ist halt, also ich finde, wenn man ein paar Wettkämpfe gesehen hat, dann merkt man das auch. Es ist zwar bei Bikini, also jetzt, um es speziell auf Bikini zu beziehen, oft so, dass man halt sich, also dass es schwer ist, irgendwie nachzuvollziehen, warum, wie gewertet wurde, aber es ist trotzdem nicht so, dass man sich denkt, so okay, na, also die Bewertung passt so jetzt nicht oder so, weil die Gewinnerin schaut, also passt in die Klasse rein, fertig. Das soll einfach so sein. Und es ist halt, gerade wenn man Bodybuilding macht, dann lässt man sich ja auf das ein, dass man subjektiv bewertet wird. Also kann man halt am Ende dann auch nicht dastehen und sagen, ja, das war jetzt aber unfair. Also man muss sowieso damit rechnen, dass man so gewertet wird, auch wenn man in den eigenen Augen vielleicht die Beste war, aber wenn es nicht so ist, im Augen der Judges, dann ist es halt so. Auf das lässt man sich ein. Yeah. Part of the game. Das ist jetzt schon was, was mich interessieren wird. Hat es im Cheerleading hat es da fixe Punkte gegeben, nach denen gewertet wurde? Oder ist es auch so ein bisschen wie im Bodybuilding subjektiver? Teils. Es ist schon so, du hast halt für verschiedene Technikkategorien oder Technikelemente, zum Beispiel Bodenturnen, Pyramiden, Stunts, hast du jeweils unterschiedliche Punktanzahl bekommen. Und dann aber es halt nochmal bei den Pyramiden ist theoretisch, wird nochmal unterschieden zwischen Schwierigkeit und Ausführung. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ein technisch schweres Element herzeigst, ja, kriegst du quasi mehr Punkte. Und natürlich aber auch, für die Ausführung kriegst du, wenn halt wirklich eine sehr, sehr gute, saubere Ausführung ist, kriegst du auch nochmal mehr Punkte. Es ist aber jetzt dadurch, dass du nur diese Gesamtpunkte zahlst, also Pyramiden 25 Punkte, kannst du jetzt nicht sagen, okay, für die Schwierigkeit kriegst du so viel und für die Ausführung kriegst du so viel, sondern es ist, kommt halt beides zusammen in den Topf hinein. Und das Problem ist halt manchmal, wenn Leute ein gewisses Risiko eingehen, schwerere Elemente herzeigen, dafür etwas unsauberer werden, oder du gehst halt, machst halt weniger Schwierigkeiten und wirst dafür halt sehr präzise und sauber, wie die Judges das halt dann, was sie dann halt höher stellen. Weißt du? Weil wenn jemand technisch schwer ist und sauber ist, ist es vollkommen klar. Aber wenn du halt so diese beiden Unterschiede hast, mit halt schwer und leicht unsauber oder leicht und sauber, was wollen halt die Judges lieber sehen? Und das ist tatsächlich teilweise auch wirklich von Jahr zu Jahr, war das dann teilweise unterschiedlich, dass dann manche Teams mal gewonnen haben oder eine bessere Platzierung gemacht haben, die halt
technisch schwerere Elemente gezeigt haben, aber vielleicht nicht on point waren und super präzise waren. Und manchmal haben halt dann in manchen Jahren Teams eher eine bessere Beziehung gemacht, die halt weniger schwere Elemente gemacht haben, dafür halt voll präzise waren. Mhm. Also es war teilweise, also für Außenstehende, also für die Eltern und sowas, war oft die Wertung nicht nachvollziehbar. Mhm. Also wirklich sehr oft nicht nachvollziehbar. Für uns als Trainer, aber du musst dich auch als Trainer damit beschäftigen, wie wird gewertet, mhm. War es dann doch natürlich viel nachvollziehbarer. Ja. Mhm. Aber trotzdem hast du dich ein bisschen an die Trends orientieren müssen. Ja. Okay. Ob du jetzt mehr Schwierigkeit oder mehr auf Sauberkeit gehst. Idealerweise natürlich beides, aber das schaffst du irgendwie nicht. Ja, voll. Das erinnert mich so ein bisschen, voll der blöde, ja, voll, ist voll der blöde Vergleich jetzt, aber das erinnert mich so ein bisschen an die Deutschmatura, wo es auch so war, dass du halt entweder das Literaturthema genommen hast, das von der Schwierigkeit halt schwerer war, dafür konntest du dementsprechend halt besser sein, wenn du es gut abarbeitest, oder du nimmst das, wo es leichter ist, wo es halt leichter ist zu sagen, man behandelt das gut, aber es ist von der vom Schwierigkeitsgrad nicht ganz so schwierig und deshalb ist es halt schwerer, da mehr zu kommen. Also es ist jetzt nur, um es nochmal plakativ, so ein bisschen, was sich da bei mir gerade für Verbindung im Kopf aufgestellt hat quasi. Aber es macht eh Sinn. Also mich würde auch interessieren, wie das jetzt bei der IFBB, bei Olympia ist. Da gibt es ja diese Fitnessklasse, die ja auch so eine Fitness zeigen, die ja wirklich athletisch ist. Also wo sie halt wirklich Spagat machen und tanzen und alles Mögliche an Figuren, wo ich keine Ahnung habe, wie die heißen. Also wirklich, wirklich cool. Das würde mich auch interessieren, wie das gewertet wird. Also das wird keine Ahnung aufgenommen in die Wertung. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber das ist nicht. Manche machen ja auch so Bodentouren-Elemente. Mhm. Und manche siehst du einfach, nein, du kannst nicht Bodentouren. Tu es einfach nicht. Tu es einfach nicht. Weißt du, für jemanden, der sich mit Bodentouren nicht auskennt, denkt so, boah, geil, der hat das ja cool gemacht. Ja, aber jemand, der sich Bodentouren auskennt, so, warum hat sie das gerade hergezeigt? Also das würde mich auch sehr interessieren. Voll. Also es ist, was ich so beeindruckend finde, ich habe jetzt keinen im Kopf, der Bodentouren gemacht hat, aber ich habe halt immer die Missy. Naja, sie machen schon Flicks und ja, also die zum Beispiel. Ja, aber die ist ja auch so von so irgendeiner Box runtergesprungen mit Salto und solchen Dingen. Das ist jetzt der einzige Move, den ich im Kopf habe, darum gehe ich jetzt auf sie zurück. Ja, das ist halt, also die macht auch teilweise so Ronda Salto und solche Sachen. Ja. Und macht sie es gut? Du kannst halt jein. Okay. Nein, also du kannst halt sehr schnell erkennen, ob jemand da wirklich eine turnerische Ausbildung hatte oder nicht. Ja, das kann man. Sie macht schon gut, aber man sieht halt, dass sie nicht vom Bodentouren kommt. Crazy. Das ist halt so, was das, ja, wie schon gesagt, das fällt einem natürlich auf, wenn man es weiß. Weil ich schaue mir das an und denke mir so, Alter, was machst du? Also das ist halt schon, aber ich war halt auch die im Turnen Angst vor einer Rückwärtsrolle hatte. Also von dem her ist für mich alles irgendwie beeindruckend, muss man auch dazu sagen. Gut, ich glaube, jetzt haben wir über das lang genug gestartet, gequatscht. Frage an dich speziell. Ich glaube, die Frage ist von der Jenny. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Du preppst jetzt. Hast du schon Pläne, wann du das nächste Mal startest? Ui. Ich weiß noch nicht. Ich starte auf jeden Fall. Ich starte 100%ig fix. Was dann nächstes Jahr genau passieren wird, das wird sich zeigen. Also da ist noch nicht so alles entschieden, sagen wir mal so. Okay. Ja, es wird wahrscheinlich auch abhängig sein von dem, wie das Endergebnis am Schluss dann halt ist, dass man halt sieht, was da ist, wie es ausschaut. Und je nachdem, wie viel Off-Season man braucht dazwischen, kann ich mal zumindest vorstellen. Das war ja auch das, wie es bei mir halt damals war. Drum. Ja. Ja, sind wir gespannt, was da noch ist. Ja, voll. Voll. Von der Jenny ist auch die Frage dann speziell an mich gekommen, ob ich jetzt doch im Herbst 2022 starte, wo ich dazu sagen muss, ich habe eh immer geplant, im Herbst 2022 zu starten. Also für mich war früher... Ja, ich denke mir sowieso doch. Ja, na, für mich war Herbst eigentlich immer klar. Mhm. Es ist jetzt die Frage, ob es sich bis Herbst 2022 überhaupt ausgeht. Also ob es muskelmassetechnisch drin ist oder nicht. Beziehungsweise ist es auch für mich gerade so ein bisschen das Thema, ob ich 2022 will oder doch 2023 mache. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich halt,
weißt du, jetzt war 2 Jahre Corona, ich war seit, glaube ich, 10 Jahren nicht mehr auf Urlaub, ich konnte jetzt nie auswärts essen und das ist jetzt lauter so Dinge, wo ich mir halt denke, okay, und ich kaufe nächstes Jahr Auto auch, das heißt, finanziell wird es halt auch tricky, wo ich jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen bin, schiebe ich nicht vielleicht doch nochmal ein halbes Jahr, Jahr nach hinten, aber das ist jetzt auch nur Überlegung, also das ist das, was im Kopf halt so herumschwirrt, sagen wir mal so, wo aber noch überhaupt nichts fix ist, aber die Frage ist halt gestellt worden, darum wollte ich kurz drauf eingehen. Yes, jetzt muss ich mal kurz überlegen, eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch stelle. Warum sind Bikinis so teuer? Das werde ich auch sehr oft gefragt, wenn ich dann Außenstehenden erzähle, ja, ich mache Bodybuilding und irgendwie so Bikini. Und meine war eher noch recht günstig. Ja, die Bikinis. Ja, Maßanfertigung, Swarovski. Monopolstellung. Ja, halt Glitzersteine, weil Swarovski produziert ja jetzt keine Steine mehr. Stimmt, meine waren halt Swarovski drum. Also, ja, viele wahrscheinlich noch. Ja, ja, genau. Weiß ich nicht. Ich meine, ich kann nur sagen, eine Cheerleader-Uniform, die auch relativ viele Swarovski-Steine drauf hat, kostet nicht so viel. Ja. Sind auch Maße ungefähr. Ich meine, hast du halt eine höhere Stückzahl, die du halt bestellst. Es ist halt wirklich ernst. Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, einfach Monopolstellung. Ja, es ist ja auch die letzten Jahre, Jahrzehnte ist ja Bodybuilding auch noch extrem, eigentlich kommerzialisiert worden, so, weil es war vor 10 Jahren hatten diese Bikinis keine Steine. Also vor 10 Jahren haben sich die Leute in einem unter Anführungszeichen normalen Badebikini draufgestellt. Also in der Bikini-Klasse jetzt beispielsweise, und jetzt kostet die Bikinis. Also man bekommt sie um 200, 300 Euro und das sind auch super Bikinis, aber ich sage halt mal, nach oben keine Grenze offen. Also du kannst auch welche um 2000 Euro kaufen. Also das ist halt irgendwie, da haben halt die Leute irgendwie ein Geschäftsfeld entdeckt und es funktioniert. Also, ja, und die Leute zahlen. Also das ist genauso auch im Coaching. Manche Leute 500 Euro pro Monat fürs Coaching verlangen. Und sie haben genug Kunden, die zahlen. Also, ja. It's not stupid if it works. Genau. Na voll, aber es ist ja. Ich meine, irgendwo verstehe ich es schon, weil es ist halt doch sau viel Zeit, die in ein so ein Bikini reinfließt. Und gerade so kleinere Schneiderinnen beispielsweise können sich halt, also die machen ja nicht die Menge und die müssen sich ja auch irgendwie am Leben halten, sage ich jetzt mal. Aber gut, ja, sie sind teuer. Da kommt auch die Frage ins Spiel, wie teuer ist Bodybuilding? Wie teuer ist Bodybuilding? Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es jetzt nicht so übertrieben teuer. Mhm. Ich meine, natürlich, weißt du, wenn ich jetzt alles hochrechne mit Waxing und Wimpernverlängerung und Friseur und den ganzen Schnickschnack, ja, dann sicher komme ich auf die Unmengen an Geld, ja. Aber ich meine, so jetzt einmal so Waxing würde ich jetzt vielleicht auch so mal machen, ja. Oder halt so Wimpernverlängerung würde ich vielleicht auch so mal machen. Ich kann es natürlich sehr, sehr dramatisch darstellen, aber ich kann es auch sehr reduziert darstellen. Ich finde es jetzt nicht so arg. Muss ich ehrlich gestehen. Ja. Es kommt ein bisschen drauf an, wie extravagant man es gestaltet, weil man kann halt eine günstigere Wettkampfsaison haben oder man kann sich auch teurer machen oder wenn man halt diese ganzen fancy Sachen macht, die man sonst nicht macht. Also wenn man jetzt, so wie es bei mir war, ich habe mir halt die Nägel machen lassen, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Hat mir aber auch 150 Euro, glaube ich, gekostet. Also sind halt lauter so Dinge, je nachdem, ob man... Bitte die Nägel machen lassen. Ja, also ich weiß nicht mehr, was, wie, wo, wurscht, egal. Aber, oder 120, irgend sowas. Aber genug auf alle Fälle für das, dass ich es mir gemacht habe, 3 Wochen hatte und sie dann loswerden wollte. Also ich wollte es halt probieren. Ja. Ich bin eh froh, dass ich es gemacht habe, weil so weiß ich, dass ich es nie wieder will. Aber es muss halt nicht unbedingt sein. Andere Sachen, ich meine, Training oder so bleibt einem halt nicht erspart. Es rechnet sich schon auf, wenn man mehrere Wettkämpfe macht. Aber es ist halt, ja. Ja, das auf jeden billig Fall. Billig ist es trotzdem nicht. Also und ein paar Wettkämpfe verlangen auch einfach wirklich übertrieben viel Geld. Schon? Ja. Also fürs Training jetzt oder für das schon Mitgliedschaft? Nein, so generell Startgebühr oder sowas. Also da wie viel verlangen die PCS? Also gerade in Amerika. PCS ist gar nicht so teuer eigentlich. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich halte es mir nicht vor Augen. Ich fand es wirklich nicht so krass. Eigentlich. Ja.
Das Tanning und das Make-up kann man sicher dazu buchen. Das muss man nicht buchen. Aber es ist, ich fand die Preise voll in Ordnung, deswegen habe ich auch alles gebucht. Mhm. Ja. Also ja, ich glaube, das Profi Haare Make-up hat, glaube ich, so 75 Pfund gekostet. Warte, wie viel ist ein Pfund auf Euro? Es ist 1,2. Oder? In sowas in die Richtung knapp. Ja, 20% circa dazu. Ja. Ja, ja. Ja, das geht aber auch voll. Also 100 Euro für Haare. Ich finde es voll okay. Also Visagistin und sowas. Mhm. Also wenn ich mir jetzt für Perk wahrscheinlich keine Visagistin buche, zahle ich mehr Geld. Mhm. Ja, das ist sicher. Okay. Und, du hast halt die Sicherheit, dass es passt. Das ist halt schon auch cool, weil die macht halt nur das. Also jetzt Make-up zum Beispiel. Und es gibt halt sicher auch viele Make-up-Artists, die sich damit ja nicht auskennen. Warum auch? Weil ja, ja. Denkt man, wen jetzt nicht 10 Farbtöne dunkler als die Haut ist. Also ja, voll. Das muss man auch mal gemacht haben. Drum. Voll. Aber es zeigt das in Amerika, wie viel kostet es, also was hast du da recherchiert? Oder? Ich weiß nicht. Ich habe nur mit jemandem letztens geschrieben, der mir halt dann erzählt hat. Und da hatte man so 300 Euro Anmeldegebühr. Ah, das ist schon hart. Dann noch einmal. Also nicht 150 für Tanning und sowas. Also das könnte Natural Olympia gewesen sein. Ich glaube, Natural Olympia ist auch so teuer. Aber ich das ist jetzt nur das, was ich so ein bisschen im Kopf herumschwirren habe. Kann auch sein, dass es das jetzt Fake News ist. Also nicht zitieren, bitte. Aber ja. Ja, aber absolut keine Ahnung. Auf alle Fälle, es gibt sicher sehr viel teurere Sportarten, wenn man überlegt, dass man nicht jedes Jahr, jede Saison startet, sondern halt einmal in 2 Jahren oder so, also eine Saison in 2 Jahren so im Schnitt macht über die Jahre hinweg. Das, ja, die Saison halt dann schon mit Travel und kommt halt auch darauf an, ob man sich in der Offseason betreuen lässt und sonst, also in der Offseason auch betreuen lässt oder nur um die Prep herum quasi. Das sind halt alles Faktoren, die mit reinfließen. Und welchen Coach man hat, macht halt auch einen Unterschied, wie du vorhin gesagt hast, ob man 500 im Monat zahlt oder 200 oder was auch immer. Also, es kommt. Ja. Es kommt drauf an. Aber billig ist es. Voll. Schauen wir mal. Nein, das nicht. Wieso eigentlich die typische Kombi von Huhn und Reis? Wieso essen alle Bodybuilder Huhn und Reis? Das ist auch eine Frage, die wir gekriegt haben. Also das habe ich mir jetzt nicht. Also ich esse die Frage, warum alles. Okay. Ja, schon fast. Also ich habe lange Huhn mit Reis gegessen. Nein, warum essen alle Haferflocken? Ich finde, das sind halt solche Meals, wo man sich die Makros sowas von easy immer zusammenstellen kann, wie man sie halt braucht. Mhm. Es ist einfach, ich versuche halt Mahlzeiten generell immer wie so ein Bausteinsystem zu sehen. Und es ist halt, was ist meine Kohlenhydratquelle, was ist meine Proteinquelle, was ist meine Fettquelle und was ist mein Obst und Gemüse. Ja, und das ist halt mit Haferflocken und halt mit diesen Huhn und Reis oder halt Kartoffeln das Einfachste, was es gibt. Mhm. Es ist halt wirklich einfach und simpel, leicht umzusetzen. Du kannst deine Makros jedes Mal komplett steuern, egal ob du in der tiefsten Prep bist oder im tiefsten Aufbau bist, du kannst es halt einfach urleicht verändern, die Makros. Ja, voll. Und es lässt sich auch super, super easy preppen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Faktor, der damit reinkommt, weil zum Beispiel theoretisch ginge es genauso gut mit Reis und flüssigem Eiklar beispielsweise. Ist von den Werten auch reines Eiweiß. Ja, voll. Aber das Vorbereiten ist halt zach. Und also das ist halt, also das schmeckt halt kalt dann zum Beispiel auch nicht so. Und Hühnchen mit Reis kannst du halt auch kalt essen. Das ist halt, also Hühnchen mit Reis geht halt immer. Also ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie typisches Hühnchen mit Reis gegessen. Aber, also jetzt im Bodybuilding-Lifestyle meine ich. Es ist, also ich kann zumindest sagen, dass Egg Whites mit Reis kalt nicht gut schmecken. Und das macht schon einen Unterschied. Also es ist, gerade im Aufbau ist schon geil, wann es schmeckt. In der Diät schmeckt eh alles, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, wirklich, in der Diät schmeckt wirklich alles. Ja. Definitiv. Aber gut, damit ist die Frage, glaube ich, eh erklärt oder beantwortet. Schauen wir mal. Ja. Eine Frage,
die eigentlich auch ganz cool ist, weil das so ein bisschen unser persönliches Empfinden beziehungsweise auch so unser persönliches Ding ist. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gequatscht, aber es passt jetzt in die Episode trotzdem gut mit rein. Woher oder woran haben wir festgemacht, dass wir tatsächlich Wettkämpfe machen wollen? Also, dass wir nicht nur trainieren wollen und nicht nur uns dementsprechend ernähren wollen, sondern dass wir sagen, nein, ich will wirklich auf die Bühne. Woran haben wir das festgemacht oder wie war der Entscheidungsweg dahin? Voll witzig, weil meine neueste YouTube-Folge geht genau um das Thema. Ja, jetzt wenn der Mut rauskommt. Ja, oh, witzig. Also bei mir war es eigentlich so, dass das Krafttraining mir auch viel Spaß gemacht hat und ich halt einfach ein Ziel hatte, wo ich halt hintrainiere. Mhm. Und dieses Ziel war, dadurch, dass ich ja aus einem sehr leistungsorientierten Sport ja schon bereits gekommen bin, war es einfach voll klar, das muss irgendwas Wettkampfmäßiges sein. Und das war dann halt Powerlifting oder Bodybuilding. Und irgendwann fand ich halt Muskeln, fand ich einfach schöner, auf Muskeln hin zu trainieren, als einfach nur stark zu sein. Mhm. Dann war es klar, dass Bodybuilding ist. Also es ist halt schon, also ich mache Bodybuilding schon auch wegen den Wettkämpfen. Weil ich will da den Vergleich mit anderen haben, um halt zu wissen, wo ich halt stehe. Ja. Mhm. Einfach nur für mich machen. Ich meine, natürlich mache ich es prima für mich. Ja. Aber trotzdem möchte ich halt auch wissen, wie gut bin ich so in die Richtung. Ja. Ja, du warst ja nicht umsonst vorher auch schon in einem Wettkampfsport drin, so gesehen. Also kommt ja nicht von irgendwo. Das ist ja kein Zufall. Also. Ja, ich finde auch, es gibt halt, weißt du, ich glaube, jeder Mensch, der sehr, sehr ehrgeizig ist, wird ganz genau verstehen, wovon ich rede. Also da hast du einfach so diesen inneren Drive in dir, dass du das eigentlich machen möchtest und dass du es halt nicht einfach nur so machen möchtest. Und Ja, voll, voll, voll verständlich. Ja, bei mir war es eigentlich nur das, dass ich eine Challenge wollte. Also bei mir, ich trainiere ja schon ewig lang und einfach, weil ich das Training geil finde und Ernährung halt geil finde und ich würde es auch ohne Wettkämpfe machen. Also wenn ich jetzt für mich, also ich mache die Wettkämpfe, weil ich den Prozess dorthin geil finde und ich würde auch nochmal eine Prep machen, weil ich den Prozess dorthin geil finde. Aber gar nicht so, also schon natürlich, weil das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, ist schon irrsinnig geil. Und natürlich würde ich jetzt keine Prep machen, ohne dann auch einen Wettkampf zu machen. Aber wenn ich jetzt für mich sagen würde, ich würde jetzt keine Wettkämpfe mehr machen, wäre es für mich kein Weltuntergang. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, das wäre jetzt ganz furchtbar für mich oder so, weil es nicht die Ursprungsmotivation war, so spezifisch überhaupt zu werden mit dem Training und so weiter. Also das war bei mir halt irgendwie so... quasi genau andersrum irgendwie. Also, I don't know. Mhm. Aber es war für mich ja das, dass ich ja schon so ein Fotoshooting-Prep gemacht habe und dann gesagt habe, okay, also ich brauche trotzdem irgendein Ziel, irgendwas, wo ich sage, okay, also das habe ich im Kopf, wenn es hart wird so quasi und das will ich machen und irgendwas, worauf ich hinarbeiten kann. Und das war dann so der Grund, warum ich gesagt habe, nach dem Fotoshooting, ich will auf die Bühne. Und der Grund, warum ich gesagt habe, nach Bikini will ich Figur, weil ich will einfach die nächste Challenge und den nächsten Kick dadurch halt irgendwie und diesen, also es ist eh der Hauptgrund. Einfach stetiger Wachstum. Ja, genau. Also der Hauptgrund, warum ich die Prep auch wieder machen, warum es für mich trotzdem fix ist, dass ich wieder auf die Bühne gehen will, ist halt, weil ich wieder Prep machen will, weil es einfach so geil ist. Also so dieser Prozess und diese extreme Zielstrebigkeit, dieser Tunnelblick, den man in der Prep hat, einfach so auf diesen Tag X, es ist unvergleichbar mit irgendwas anderem. Es ist so ein geiles Gefühl. Ich möchte das unbedingt wieder haben. Aber eh gar nicht so, gar nicht so sehr wegen dem Wettkampfgedanken so an sich, sondern einfach nur dem Prozess selbst halt irgendwie. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, wie ich das erkläre. Aber so, das ist so meine Motivation für das Ganze. Nein, ich finde schon, ja. Und es ist halt, ich habe es halt zum Beispiel auch gemerkt, dass für mich der Wettkampf, also jetzt der Bodybuilding-Wettkampf als Hauptziel, so das Allerwichtigste war, wo ich halt zum Beispiel noch studiert habe und sonst halt einfach noch, also zum Beispiel beruflich jetzt noch nicht so irgendwie, weiß nicht, noch nicht diese Ambitions hatte, sage ich jetzt mal. Für mich ist es jetzt so, dass ich merke, dass meine Bodybuilding-Ambitionen kleiner werden, wo meine beruflichen Ziele größer werden beispielsweise. Also weil ich halt so viele Ambitionen parallel jetzt irgendwie noch habe oder sich entwickelt haben, dass ich gemerkt habe, dass so dieser Fokus auf das eine ein bisschen weniger geworden ist. Heißt nicht, dass er weg ist, ich will immer noch
Aber das ist so mein Ding dahinter. Aber das Ursprüngliche, woran ich es festgemacht habe, dass ich auf die Bühne will, war halt für mich einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich habe diese Diät gut gemeistert. Es war eigentlich eine Bodybuilding-Diät bis auf die letzten 6 Wochen oder so vielleicht, weil ich war wirklich vom Körperfettanteil sehr niedrig. Ich war da auf 57 oder so und Bühnengewicht waren 55. Also von dem her war da nicht mehr so viel Unterschied. Schon noch, aber nicht mehr so extrem viel. Und es war halt einfach so die nächste Challenge und der nächste Kick, den ich dann dadurch haben wollte. Ich bin unendlich froh, dass ich es gemacht habe. Also das war eigentlich mehr so eine Schnapsidee, die mit Alkoholeinfluss entstanden ist. Die Story kenne ich eh. Ja, voll. Ja, die kennen, glaube ich, eh alle mittlerweile. Die muss ich Ihnen nicht nochmal erzählen. Aber ja, so war das. Yes, es ist war zum Beispiel auch noch die Frage, ob wir jetzt Bodybuilding mit anderen Sportarten vergleichen würden, wie zum Beispiel Fußball oder so. Also, was wir vorher eh schon gesagt haben, mit Bodybuilding, Fußballer, alles, was in die Richtung geht. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt noch mehr drauf einsteigen, dann wird es ein bisschen zu lang. Also, würde ich sagen, wir schieben. Kann man wieder sehr lang darüber reden. Ja. Ja, da kann man auch sehr philosophisch nämlich dann noch werden. Ja, voll, voll. Ich würde sagen, das schieben wir an Beginn von Teil 2 einfach, weil das ist dann ein cooler Einstieg. Mhm. Ich würde eh sagen, weil wir so viele Fragen bekommen haben, sehen wir halt irgendwas Interessantes. Es ist echt Wahnsinn. Also das ist irre. Ja. Aber da sehen wir halt, dass das Thema für euch interessant ist und ich würde es schade finden, wenn wir jetzt die Hälfte der Fragen einfach unter den Tisch fallen lassen. Also von dem her machen wir einfach ein Part 2. Ansonsten würde ich sagen, wir belassen es für heute. Wir lassen dich jetzt essen gehen. Finally, endlich. Davor müssen wir essen. Noch kurz einen Flex raushauen, as always. Wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, kannst du den Arm eh noch heben mit der Impfung. Ja. Ist noch alles gut. Alles gut, perfekt. Dann, wenn euch die Episode gefallen hat, dann macht jetzt einen Screenshot. Haut in eure Story und markiert es in Petra Anderlein Pretty, dass ihr es rausbringt. Und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend, schönen Tag noch. Mahlzeit. Schönen Sommer. Wir sehen uns demnächst. Mahlzeit jetzt auch an dich. Dankeschön.